Hallo, liebe Deutschlerner. Ich habe letztens einen sehr interessanten Film gesehen. Vielleicht kennst du ihn. Er heißt Er ist wieder da. Das ist eine Buchverfilmung. Und lass uns in diesem Video über diesen Film sprechen. Die Handlung des Filmes ist folgende. Adolf Hitler wacht auf einmal wieder in Berlin auf. Er ist nicht mehr tot, sondern er ist auf einmal wieder da, wie der Titel schon sagt. Ja. Er ist wieder da und wird schon bald eine Mediensensation. Er unterhält die Leute, er schockiert die Leute und es ist sehr interessant, wie die Leute auf ihn reagieren. Manche sind offensichtlicherweise sehr skeptisch und auch feindlich gesinnt, ja, und mögen ihn natürlich nicht. Sehr schlau. Und manche scheinen ihn sehr bereitwillig zu akzeptieren. Und der ganze Film ist natürlich eine Metapher für die politische Situation und auch stellt auch die Frage, ja, was würde passieren, wenn es auf einmal wieder jemanden geben würde wie Adolf Hitler? Könnte er wieder die Massen in seinen Bann ziehen? Ja, wird er wieder die Menschen verblenden? Werden die Menschen ihm folgen? Und ja, dieser Film wirft viele interessante Fragen auf. Es erinnert mich daran, dass es ein Stück gab, glaube ich, in den USA. Und das war auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs oder zu Zeiten des Faschismus in Deutschland. Und der Titel des Stücks war Es kann hier nicht passieren, sowas in der Art. Ja. Und es gibt auch Die Welle, ja, das ist auch so ein Film, der dieselbe Frage stellt. Ja, könnte das hier wieder passieren? Und ich glaube, die Botschaft von all diesen künstlerischen Werken ist, dass man wachsam sein sollte, ja, dass man aufpassen sollte. Ja. Denke ich wirklich selber oder folge ich blind einfach anderen Leuten oder irgendwelchen politischen Figuren oder auch Schauspielern oder was auch immer oder irgendwelchen anderen berühmten Menschen, ja, folge ich einfach blind oder denke ich selber nach? Ja? Hier ein Spoiler, also falls du den Film noch sehen kannst, falls du den Film noch sehen möchtest, Adolf Hitler wird getötet, aber dann wacht er wieder auf. Ja? Und die Botschaft ist, dass man ihn nicht töten kann, weil er praktisch eine Idee ist. Ja? Es ist immer die Gefahr, dass ein Mensch sich an die Spitze stellt und sagt, hier geht's lang, folgt mir, und alle Leute folgen ihm einfach blind. Und das ist, denke ich, auch eine sehr reale Gefahr, dass irgendjemand kommt und die Leute folgen ihm, ohne selber nachzudenken. Und ich denke, das ist nicht unbedingt spezifisch für einen bestimmten Teil des politischen Spektrums. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es gibt dieses Zitat, dass wenn der Faschismus nach jemand meinte, wenn der Faschismus nach Amerika kommt, dann kommt er unter dem Deckmantel des Antifaschismus. Ja, also auch auf dem linken Flügel gibt es die Gefahr, dass irgendjemand sagt, hey, hier geht's lang und folgt mir. Ich meine, es gab auch sehr viele schlimme Diktatoren im Kommunismus, ja? Zum Beispiel Stalin. Ja? Insofern kann man nicht einfach sagen, okay, wir müssen aufpassen vor den Rechten, sondern nein, wir sollten auch aufpassen vor den Linken. Ja? All das, was ich dir sage, wird mich vielleicht in Schwierigkeiten bringen bei manchen, aber das ist okay. Ich rede nicht oft über Politik,
und rede auch nicht gerne über Politik hier in einem öffentlichen Medium, weil es immer Leute gibt, die sagen, ah, ich bin aber anderer Meinung und ah, du bist blöd und jetzt werde ich dich nicht mehr schauen oder irgendwie sowas. Das ist in Ordnung. Ich kann nicht die Meinung anderer Leute denken und ich versuche auch nicht zu viele kontroverse Dinge zu sagen. Insofern, wenn dann trotzdem jemand sich auf den Schlips getreten fühlt, also wenn jemand beleidigt ist, dann ist das auch in Ordnung. Ich denke, es ist wichtig, selber nachzudenken, nichts einfach von der Hand zu weisen, sondern es ist wichtig, nachzudenken, zu debattieren, offen zu bleiben für Argumente und das kann bedeuten, dass man offen ist für alle Argumente. Unter anderem auch, um diese Argumente zu widerlegen. Ja, eine Gefahr ist, denke ich, und eine sehr reale Gefahr, dass irgendjemand kommt, der sagt, oh, hier geht's lang und folgt mir, ist, weil die Argumente dieser Person nicht widerlegt wurden. Ja, also eine große Gefahr ist, dass es eine Bewegung gibt, die uns in den Ruin treiben wird, ja, die uns in eine sehr schlechte Richtung als Gesellschaft leiten wird, eben weil keine Kommunikation da ist, weil keine Debatte da ist. Ja, wenn es Leute gibt, die vollkommen irrsinnige und irrationale Ideen haben, dann ist es meiner Meinung nach das Beste, wenn man mit ihnen kommuniziert und ihnen klar macht, wie irrational ihre Überzeugung ist. Und je irrationaler die Überzeugung ist, desto einfacher sollte es sein, die Argumente zu widerlegen. Und wenn es nicht einfach ist, dann können wir vielleicht auch etwas davon lernen. Okay, das war meine Filmrezension. Eigentlich ging es um viel mehr als nur den Film, aber es ist ein interessanter Film. Nicht unbedingt der beste Film, also Die Welle fand ich zum Beispiel besser, aber es lohnt sich schon, ihn zu sehen, wenn du an Filmen, an deutschen Filmen interessiert bist. Okay, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Tschüss!